erstmal schönen guten Tag. Ich hoffe, es wackelt nicht zu sehr. Ich bin gerade unterwegs. Ich habe meinen Suzuki-Pullover heute an. Ja. Etwas neueren Zuschauer kennen das vielleicht gar nicht, dass ich... Ich weiß ja nicht, was ich für ein Auto gefahren habe, glaube ich, wissen die meisten auf jeden Fall nicht. Ich würde gerade sagen, dass ich jetzt einen Mercedes habe, ist ja altbekannt. Dass er billig ist, ist mir auch klar. Das Licht ist auch ziemlich schlecht gerade, aber hey, das ist meine Handykamera. Ich bin gerade hier mit einem Werkzeugkasten unterwegs in eine Garage, wo ein Auto steht, was ich jetzt besuchen werde. Bis gleich. Ja, ich bin angekommen. Erstmal Schlüssel runtergeschmissen. Auch schön. Hier. Kleinen niedlichen Garagenschlüssel. Jetzt passt er. Sagen wir, passt gar nicht, aber jetzt passt er. Wollen wir wieder abmachen. So. Da ist er. Meine kleine Unterstellungsgarage hier. Gleich vorstellen. Bisschen wackelig alles, also bitte nicht auf Vollbild gucken. Dein Vorstellen, Dino. Ein Suzuki Swift MA, mein erstes Auto. GLX mit seinem Schlüssel. Gucken, ob er noch erkennt. Tatsächlich. Ziemlich schlechte Lichtverhältnisse hier. Sogar ein Blitz an, sehe ich gerade. So. Ihr seht, vielleicht, wenn die Kamera mal fokussieren würde. Dankeschön. Der Tank ist noch vorhanden, also es ist noch gut was drin. Ich werde jetzt mal den Motor starten. Piept ziemlich leise. Macht ziemlich interessante Geräusche. Gut, Batterie ist tot. Festgerostet ist er vielleicht auch schon, wer weiß. Nein, festgerostet ist er nicht. Batterie ist tot. Batterie werde ich jetzt, denke ich mal, rausbauen und laden. Ja, aber hey, immerhin. Er ist noch da. Jetzt gehen wir mal nach vorne. So, ist der Motorraum. Da ist die Batterie. Hier die etwas kleinere Batterie. Hier ist noch der Pluspol drunter. Und den werde ich jetzt abmachen, genau wie den Minuspol. Und dann werde ich die Batterie runterholen, aber das mache ich nicht jetzt, weil ich jetzt zu Fuß bin und ich möchte die jetzt nicht schleppen. Ist ja doch ein bisschen weiter der Weg, ihr seht. Motorraum ist noch ganz gut. Gesuppt hat er nicht. Nee, ein bisschen rostig ist halt alles, aber hey, immerhin. Er ist von 2003, ja. Vielleicht einer der letzten seiner Art. Nee, Batterie ist auf jeden Fall jetzt erstmal noch. Ich muss jetzt erstmal ausbauen. Fokussiere, blöde Kamera. Bis gleich. So. Abgebaut habe ich sie jetzt hier, einmal den Pol zur Seite und den Pol hier auch. Mitnehmen werde ich sie jetzt noch nicht, wenn ich das jetzt schon abmachen könnte. Wie gesagt, sie ist mir jetzt noch ein bisschen zu schwer, das heißt, ja, Winterräder stehen hier übrigens auch rum, da steht noch ein Spaten. Hey, ein Spaten mehr, juhu. So, Werkzeugkiste und das war mein Daumen vom Bild. So, das legen wir runter. So. Wie gesagt, Kennzeichen hat er momentan halt nicht. Kriegt er erst nächstes Frühjahr. Und nächstes Frühjahr kriegt er auch seine Batterie wieder. Ja, das wäre es erstmal dazu gewesen. Ein etwas kleinerer, spontaner Ausflug zu meinem alten Auto, zu meinem lieben Dino. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dann.